Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem neuen Video und zwar ein relativ kurzes Video. Und heute, ja, ich versuche mich kurz zu halten. Es gibt immer so Videos, da versuche ich mich kurz zu halten. Heute geht es um Siebte See, zweite Edition. Und ja, ich sag mal so, Siebte See erklärt in unter 15 Minuten. Ich mache mal meinen Timer an, damit ich auch so ungefähr die Richtlinie habe. Ja, ich werde euch heute mal erklären, worum es geht bei Siebte See. Denn Siebte See ist nicht nur ein Piraten- oder Seefahrer-Setting, sondern generell ein Setting zum Abenteuerspielen. Es ist cineastisch und erzählerisch zugleich und wurde hier in Deutschland vertrieben von Pegasus Press. Im Original ist es von John Rick. Der hat es in der ersten Edition schon verlegt, über ein Crowdfunding, sehr erfolgreich angekommen. Aber dann in der zweiten Edition gab es jetzt Probleme. Welche Art das war, weiß ich nicht. Habe mich nicht genau mit beschäftigt. Das hat nur dazu geführt, dass es von Pegasus hier in Deutschland leider eingestellt worden ist. Das heißt, ihr bekommt es aktuell relativ günstig, also das Grundregelwerk für 8 Euro oder so. Und es ist echt eine Schande, weil es macht Mods viel Spaß. Ich werde dafür in einem Video nochmal drüber berichten. Ja, cineastisches Rollenspiel ist es und es ist erzählerisch. Welche Bücher sind dazu rausgekommen? Es gibt schon eine ganze Menge, die sich auch lohnen, denn es ist nur sehr, sehr viel Fluff drin und auch ganz, oder es ist viel Fluff drin, viel Bilder drin, viel Anschauungsmaterial und viele Ideen, aber weniger Regeln. Regeln sind eigentlich hier drin. Die Bücher werde ich gleich nochmal aufzählen. Kommen wir erst zum wichtigsten System. Mit was wird gewürfelt? Es wird gewürfelt mit W10en. Ihr müsst immer einen Wert von 10 erreichen. Das heißt, ihr würfelt eine Anzahl von W10en, die setzt sich durch einen Würfelpool zusammen und müsst dann die Augenzahlen zusammenrechnen und immer, wenn ihr mit zwei oder drei Würfeln die Punktzahl 10 erreicht habt, ist das eine Steigerung und umso mehr Steigerungen ihr schafft, umso erfolgreicher ist euer Wurf. Euer Wurf ist aber auf Action aufgebaut. Wie setzt sich der Würfelpool zusammen? Das erkläre ich euch auch ganz kurz. Es gibt einmal Eigenschaften, wie zum Beispiel Stärke, dann gibt es Fertigkeiten, wie zum Beispiel Nahkampf. Diese zwei zusammen ergeben erstmal den Pool. Ja, so. Die werden zusammengenommen, da habt ihr jetzt die Augenzahlen, so und so viele W10en habt ihr dann. Ja, also was weiß ich, zwei für Stärke und drei für Nahkampf zum Beispiel. Dann habt ihr fünf W10en. Dann bekommt ihr noch Zusatzwürfel. Ja, zum Beispiel für schönes Spiel. Wenn ihr was wirklich toll erklärt, sagt der Spielleiter, dafür bekommst du einen Bonuswürfel, weil das wirklich eine geile Idee ist. Oder vielleicht sogar zwei Bonuswürfel, weil es eine geile Idee ist. Also es geht darum, die Erzählung zu be belohnen, ja, und das Wagnis zu belohnen in dem Fall. So, ja, dann bekommt ihr noch Bonuswürfel für irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel Sonderfertigkeiten, für Magie, für irgendwelche Items, oder für Heldenpunkte, die ihr einsetzen könnt. Ihr habt immer auch zum Verbessern noch Heldenpunkte, die auch ein Element des Spiels sind. Und dann würfelt ihr und müsst immer dann 10 erreichen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich springe jetzt von diesem Hocker ab, mache ein Salto in diese Menge rein und möchte dabei zwei niederschlagen, dann sagt der Spielleiter, okay, das ist Gewandtheit und Nahkampf oder das ist Stärke und Artistik und dann setzt ihr euren Würfelpool zusammen, würfelt aus und er sagt, wenn du das schaffen willst, so wie du es dir erzählt hast, brauchst du drei Steigerungen, das heißt, dreimal muss ich die 10 erreichen. So, wenn jetzt Punkte über 10 kommen, dann entfallen die. Ja, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe jetzt eine 5 und eine 6, die ziehe ich zusammen zu 11, dann ist die 10 wird gewertet und der eine Punkt fällt weg. Ja, dieses Überkaufen versucht man natürlich zu vermeiden und man möchte auch keine Würfel übrig behalten, denn die kann der Spielleiter kaufen, sprich er hat dann Heldenpunkte, die er dann gegen euch einsetzen kann. So, was machen wir mit den Heldenpunkten? Mit den Heldenpunkten können wir uns selber verbessern, dass wir sagen, ich möchte jetzt noch einen Bonuswürfel haben auf meinen Wurf oder sonstige Dinge. Ich kann aber auch mit diesem Heldenpunkt zum Beispiel Sonderfertigkeiten aktivieren, wie zum Beispiel, dass man in der Situation irgendwie zweimal angreifen kann oder sehr erfolgreich ist oder was auch immer. Es gibt einen Haufen Dinge, die hier drin damit zu kaufen sind. Und diese Heldenpunkte sind auch dafür gedacht, ständig einzusetzen. Der Spielleiter soll sie ständig wiederbekommen, ständig wieder einsetzen. Ähnlich wie die Fate-Punkte, aber nochmal ein bisschen, ja, eine Runde krasser so. Damit könnt ihr nämlich auch die Sonderfertigkeiten und so vermutlich, oder auch Magie könnt ihr damit auch
einsetzen, aber Magie wird auch, kann man auch so einsetzen. So. Genau. Das sind die Heldenpunkte. Und ihr könnt vor allem mit den Heldenpunkten auch, also ihr habt größeren Bonus, wenn ihr mit eurem Heldenpunkt anderen helft. Denn der, wenn ihr einen Mitspieler, wenn ihr für den sagt, ich möchte jetzt sein unterstützen, gebe einen Heldenpunkt von meinen aus, dann bekommt er sogar 3 Würfel dazu. Also man kann auch viele, viele andere Dinge tun, aber die Unterstützung anderer oder dieses Gruppenspiel, das Gemeinschaftsspiel ist ein ganz großes Thema bei Siebte See. Ja, das könnt ihr damit tun. Schaden ist nicht ganz so dramatisch. Es gibt so eine Spirale mit leichtem Schaden und jeder fünfte Schadenspunkt ist ein schwerer Schaden und ein dramatischer Schaden oder eine dramatische Wunde. Keine Ahnung, wie die das hier bezeichnen. Und da bekommt man dann auch immer, da bekommt man irgendwas. Bei der ersten Wunde, die man so erhält, bekommt man sogar noch einen Bonus auf seine Würfe, weil das einen halt anspornt. Das ist so dieses typische cineastische Ding. Ja, zwei kämpfen, so, ja, irgendwie im Ring oder so. Und es wird immer pariert und pariert und dann haut der Böse, macht eine Finte und schlägt mit der Faust dem Held ins Gesicht und ihm läuft so ein bisschen Blut runter. Und diese leichte Wunde, die er da erlitten hat, diese Schmach, die bringt ihn dann nach vorne, dass er sagt, jetzt erst recht, und dann bekommt ihr als erstes Mal dafür, dass ihr einsteckt, aber nochmal einen Bonus dazu. Dementsprechend ist die Sterblichkeit der Charaktere auch nicht sehr hoch. Ja? Wie gesagt, es ist ein Heldensystem. Das ist ein richtig klassisches Heldensystem und damit sollt ihr Dinge tun, die einfach übermenschlich sind und ihr sollt das, und das ist, daraus wird der Spaß generiert und es ist fantastisch. Von der Sache her ist es so, dass ihr Dinge, ihr sagt, wie ihr das macht und der Spielleiter nickt es eigentlich nur noch ab. Denn wenn der Spielleiter sagt, ihr seid an einem, das ist das legendäre Beispiel, ihr seid an einem Hafen, dann ist alles, was die Spieler sagen, ist dann da. Ja, also da, es ist nicht so diese Begrenzung von, also ich spiele ja Midgard, oder ist es halt wirklich so, es ist nur das da, was auch da ist und man versucht das realistisch zu machen. Hier ist es so, es ist alles da. Ja, wenn ich sage, da ist jetzt an dem Hafen ist ein Kran und ich schwinge an dieser Winde entlang, dann ist das da. Dann sagt der Spielleiter, ja, ist da, kannst du machen. Ja, es ist immer nur ein Ja. Also, ich liebe das bei Midgard zum Beispiel oder auch bei DSA oder sonstigen Spielen, dass es auch dieses Nein gibt, dass man sagt, okay, es hat viele Konsequenzen. Aber gerade bei Siebte See, da ist das Ja im Vordergrund. Siebte See, wie gesagt, ich habe es euch jetzt erklärt mit leichten und schweren Schaden. Die Heldenpunkte, wie die funktionieren. Und es gibt Magie. Und die Magie ist ein ganz großes Thema. Die ist auch sehr, sehr cool, weil sie ist nicht einfach nur, es gibt ein Magiesystem oder es gibt eine Schule, in der verschiedene magische Sprüche unterteilt sind, sondern es ist ein Unterschied, welche Magie ihr wirkt und was die und wie die funktioniert und was sie tut. Zum Beispiel, nur zwei kleine Beispiele, wenn ihr zum Beispiel aus Avalon kommt, dann seid ihr von einem Geist eines Ritters beseelt, ja, und dieser Geist, der bringt euch dann Vorteile, ja, und zwar permanent so, ja. Das ist dann, ihr zaubert quasi über diesen Geist, der seine Stärke in euch packt, ja, so ein Geist eines Ritters zum Beispiel. Und aus einer anderen Magie ist es dann so wie aus einem klassischen Rollenspiel, dass ihr verschiedene Sprüche habt und könnt die dann sprechen, ja, oder ihr habt, ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr sicher, in Usura ist es dann so mit Tränken oder sowas, also dass es eher so Mixturen sind und so, und das funktioniert alles immer so ein bisschen anders und gibt dem Ganzen so ein Edge. Aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ob das jetzt in Usura war oder nicht, ist auch vollkommen egal. Es geht nur darum, dass die Magie auch unterschiedlich funktioniert und auch sehr, sehr stark ist. Eure Charaktere könnt ihr ausstatten mit Hintergründen. Davon gibt es ganz, ganz viele. Und in den Regionalbänden gibt es dann nochmal viele dazu. Ja, also dann spezialisiert auf ein gewisses Land. Und ihr habt immer die Unterteilung, ihr habt einen Spleen, um Heldenpunkte zu generieren. Zum Beispiel beim Duelland. Du erhältst einen Heldenpunkt, wenn du dich deiner Waffe bedienst, um ein hohes Ideal zu verteidigen. Was das hohe Ideal ist, das musst du dann ein bisschen verkaufen im Spiel. Ja? Du musst ein bisschen aktiv sein und dann kannst du das viel einsetzen. Dafür kriegst du Heldenpunkte wieder.
Und man bekommt Vorteile und man bekommt aber auch solche Nachteile. Ich weiß nicht, die sind jetzt hier nicht dabei, die stehen jetzt hier nicht dabei bei den allgemeinen Hintergründen. Es gibt auch Nachteile, die einen auch so ein bisschen in Trouble bringen sollen. Aber denkt immer dran, der Grundgedanke ist, dass es im Endeffekt eine coole Szene geben soll. Das heißt, ihr könnt auch mal richtig Scheiße bauen, weil es halt zu eurem Charakter passt, weil es in den Nachteilen drin steht. Und es ist alles nicht so schlimm, dass man. Also der Spaß entsteht auch an den Negativen. Ja, ich habe mir zum Beispiel in einer Szene, da hatte ich den Nachteil, dass ich mich in eine Gegenspielerin verlieben sollte. Und das habe ich dann ausgespielt und habe dann in dieser Aktion diese Gegenspielerin beschützt und ja, habe sie auch aktiv beschützt. Das erzähle ich mal in einer anderen, was ich erlebt habe mit Siebte See Folge. So, wir sind jetzt schon bei über 10 Minuten. Ich muss mich ranhalten, dass ich die Viertelstunde schaffe. Ja, was gibt es für Bücher? Es gibt einmal das Grundregelwerk. Wie gesagt, dadurch, dass es jetzt zum Schleuderpreis rausgehauen wurde, für 8 Euro oder so gab es das, kriegt ihr sehr, sehr günstig noch. Lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Dann gibt es die Regionalbände für den Westen. Da ist drin Avalon und ich sag's euch, da ist drin Avalon, Kastilien, die Hochlandmarschen und Westen Navenja. Ja, und dann gibt es den Osten mit den Eisenlanden, mit Montagne ist noch im Westen drin, im Osten ist der Samarische Bund, Usura, Wodace, möchte ich jetzt nicht genau erklären, aber das sind diese Hauptnationen drin vom Kontinent Thea. Ja, das ist da zum Beispiel vom Osten, ja, da ist von Thea alles drin, was ihr braucht. So, dann gibt es noch die Piratennationen. Das ist natürlich für Siebte See ganz, ganz wichtig, damit ihr dann halt auch dieses auch in Richtung Piraterie und sowas spielen könnt. Die Piratennationen. Dann gibt es das Halbmondreich. Das ist dann quasi der Orient. Auch sehr schön. Dann gibt es ein Band Helden und Schurken. Das ist so ein Zusatzband, der jetzt nicht für mich jetzt nicht so wichtig ist. Da sind halt so ein paar Gegenspieler oder auch ein paar Helden drin, die man so machen kann. Das ist ein dicker Band. Gucken wir uns auch alles, also alle Bücher, die ich jetzt nenne, gucken wir uns auch alle zusammen an. Die Playliste dazu findet ihr unter dem Video in der Infobox. Dann gibt es jetzt den aktuellsten Band, der erschienen ist, noch Die Neue Welt. Also quasi so Inka, Maya, Nordamerika, sowas, Südamerika, vermutlich auch Nordamerika, weiß ich noch nicht, muss ich nochmal reingucken. Dann gibt es den Spielleiterschirm und zwei Abenteuerbände. In der Mache war jetzt leider, kurz bevor alles so ein bisschen auseinandergebrochen ist, war der Asia-Band. Ich glaube, der kommt in Amerika raus. Ob es davon eine deutsche Übersetzung gibt, weiß ich nicht. Würde ich gerne haben, denn Asien und Piraten ist schon cool, so das mal so einzubauen. Und vielleicht auch Charaktere, die daherkommen. Ja, das war erstmal das. Warum? Nee, also das war jetzt erstmal das, was ich vorbereitet habe. Jetzt kommen wir zur Frage, warum Siebte See spielen? Ich kann euch nur sagen, dass es Bock Spaß gemacht hat. Viele alte Rollenspielhasen hatten so ein bisschen so einen stotternden Motor mit dieser Freiheit, einfach alles anzusagen, was ihnen in den Kopf kommt und richtig mal wegzugehen von diesen Regelgerüsten und dass dieser Wahnsinn, den man sich so dann überlegt, diese waghalsigen Sachen, wirklich diesen Salto vom Dach und dann auf was weiß ich, auf dem Balkon landen und den Bösewicht dann gleich entwaffnen und solche Geschichten, die sind damit auf jeden Fall drin und werden damit auch unterstützt und gefordert. Diese wahnwitzigen Heldenaktionen, dem Spielleiter fällt es super leicht, da Abenteuer zu machen, denn die Spieler gestalten die Welt aktiv mit und er muss nur sagen, ja, das kommt vor und muss dann halt sagen, ja, das ist eine Probe auf das und das und du musst das und das schaffen, damit es klappt. Also der muss auch nicht so detailliert vorbereiten, denn es wird wie bei Fate so ein bisschen gesagt, wenn ein Wort genannt wird wie Herrenhaus, dann sind natürlich da Kronleuchter und das sind lange Vorhänge, was ihr euch vorstellt. Das sind
Tische mit Büchern oder was auch immer. Also wie ihr euch das vorstellt, so ist es dann. Und wenn ist es eine Situation, ihr kommt in einen Raum und draußen poltert irgendjemand, verfolgt euch und dann sagt ihr als Spieler, ja, ich gehe jetzt hinter den Vorhang und dann ist der Vorhang da. So, so funktioniert Siebte See. Mods Gaudi, ich muss jetzt aufhören, damit ich die 15 Minuten einigermaßen einhalte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock darauf bekommen und schaut bei mir rein. Alle Videos dazu findet ihr in der Infobox. Und wenn euch das gefällt, dass ich mal so ein System in einer kurzen Zeit vorstelle, dann gebt mir gerne mal einen Daumen hoch und einen Kommentar in die Kommentare. Macht's gut, Leute, und ciao.